دوستان عزیز، روز شما به خیر باشه. امیدوارم خوب سلامت باشید. مثل همیشه با من سعید هستیم که تا به اونی زیشر تقای و میخواییم ادامه بدیم کارمون رو با صفحه 194 اگه اشتباه نکنم، با کلمه فورتریت، پیشرفت و پیشرفت ها. قبل از شروع لطفاً اگه ویدیوها مورد پسندتون هست لایک بزنید، به دوستان خودتون توصیه بکنید سابسکرایب بشید، زنگوله رو هم به فشار بیارید که عالی هستش، واسه تون ویدیوها به موقع میرسه. اوکی، دن شاون ویر مال واس دس بوخ über Fortschritt sagt oder erzählt. Dank des technischen Fortschritts werden Notebooks immer leichter und zugleich leistungsfähiger. دانک یعنی منظور تشکر نیستش، یعنی به خاطر موهبتی که هستش، به خاطر خدا رو شکر میشه گفت یا همچین چیزایی. Also aufgrund des technischen, also im Moment, was habe ich gesagt, angesichts der technischen Verbesserung, so kann man das auch sagen. Also Notebooks werden immer leichter und zugleich, also gleichzeitig leistungsfähiger. تواناییشون بیشتر میشه، راندمان بالایی دارن، بالاتری دارن. Also wir sagen angesichts der technischen Verbesserung oder innovativen Technologien, also der innovativen Technologien, werden Notebooks immer leichtgewichtiger und gleichzeitig leistungsstärker oder effizienter. Effizienter kann man auch sagen. Jetzt schauen wir mal das mal einzeln an. Also Verbesserung, eine technische Verbesserung, hier technischer Fortschritt, wir sagen Verbesserung oder innovativen Technologien. Was bedeutet innovativ? Das ist ganz unten. Innovativ ist ideenreich, kreativ, schöpferisch, originell. Innovativ. Okay, das kann man benutzen, das sind die Synonyme. Und dann haben wir Technologie, werden Notebooks immer leichtgewichtiger. Also das Wort leichtgewichtiger habe ich jetzt gesagt, oder Leichtgewicht, nur um zu vergleichen, immer leichter werden. Aber natürlich bei Notebook ist es nicht gut, das Wort zu verwenden. Ich wollte nur ein Synonym für euch haben. Also leichter, also man kann auch nicht sagen, verlieren an Gewicht. Also Menschen verlieren an Gewicht, wenn man Diät macht oder abnehmen will. Leichtgewichtiger kommt ja auch oft ja bei Sport vor, oder wenn man über jemanden sehr, sehr dick ist, sagt man, das ist ja leichtgewichtig Person. Also passt nicht so ganz hier. Also nicht unbedingt verwenden, aber nur als Synonym. Und zugleich kann man auch gleichzeitig sagen. Anstelle leistungsfähig kann man auch leistungsstärker sagen, oder leistungsfähig, leistungsstark kann sagen, leistungsfähige, leistungsstärker oder effizient. Was bedeutet effizient? Effizient ist wirkungsvoll, wirksam, schlagkräftig, rationell, also karomad, chiziki karomadi doshte boshe. Also ist ja gleichzusetzen mit Leistungsfähigkeit, effizient. Und also das ist Adjektiv, und effizient ist das, es mich effizient heißt, das Nomen. Also das sind die Synonyme. Rationell ist ja auch sehr gut. Naja, rationell passt nicht hier, also effizienter. Okay, was bedeutet Fortschritt? Fortschritt ist Weiterentwicklung zu einem besseren Zustand oder Vorwärtsschreiten, also nach vorne gehen, vorwärtsschreiten, nicht stehen bleiben, sondern vorwärtsschreiten oder fortschreiten einfach, also Schritte nach vorne nehmen sozusagen. Was alles man mit Entwicklung machen kann. Also persönliche Fortentwicklung gibt es, dass man sich persönlich verbessert und bessere Eigenschaften bekommt.
Also indem, dass man eine Ausbildung macht, dass man Weiterbildung macht und so weiter und so fort, oder dass man Bücher liest, dass man, was weiß ich, zum Psychologen geht, dann bekommt man eine persönliche Fortentwicklung oder Weiterentwicklung. Oder man kann sich auch persönlich entfalten, also persönliche Entfaltung. Entfaltung, yani Boss, dann hat sich hier eine Goal. Faltet, also falten, yani çürük oradan, entfalten, yani boz şuradan, der war zedde çürük hastes, yani adam saf roşan o, mesela pervane ki az, entfalten mikonu kodeşo az, az tu yesmiş diye, kokon miyadeş biru. Also, persönliche Entfaltung bedeutet auch, dass man sich persönlich verbessert. Also, man kann auch über beachtliche Fortschritt sprechen. Ein gutes Wort, einen Quantensprung kann man machen. Ich glaube, das haben wir irgendwo schon mal, kommt mir bekannt vor, in den letzten Tagen muss ich über Quantensprung gesprochen haben. Quantensprung kommt von Quantenphysik. Und das heißt ein Riesensprung, ein total großer Sprung ist es, Quantensprung. Man kann technisch, medizinisch, gesellschaftlich, zivilisatorische Fortschritte machen. Fortschritte, ja, ich besser nehmen. Also technische Fortschritte, medizinische, gesellschaftliche, zivilisatorische, yani tamadduni, Gesellschaft, yani Jomei, medizinisch haben wir es ja. Adjektiv, ein Fortschritt, Schritt, Schritt, Schritt. Okay, ein fortschrittlicher Mensch, ein Künstler, also es gibt fortschrittliche Mensch oder Menschen, ein fortschrittlicher Künstler, eine fortschrittliche Persönlichkeit. Gibt's, kann man als Adjektiv benutzen. Noch ein Satz, eng verbunden mit industrieller Revolution im 19. Jahrhundert ist der Begriff Fortschritt. Also man sagt ja immer, nach dem im 19. Jahrhundert Dampfmaschine und die Automatisierung der Fabrikation, Produktion gestartet hat, spricht man von Fortschritt. Das ist ja industrielle Revolution, Inqilab-i Sanayi. Also das Gegenteil ist natürlich Rückschritt, also rückwärts laufen. Also Entwicklung zu einem schlechteren Zustand. Hier oben hatten wir ja zu einem besseren Zustand. Dann haben wir Rückschritt ist ja zu einem schlechteren Zustand. Rückwärtsentwicklung, das ist ja auch wieder ein Wort, das ist ein Paradox, ist es. Also man kann Rückwärtsentwicklung, also Entwicklung ist immer nach vorne, aber Rückwärtsentwicklung ist ja eigentlich paradox, wie ist es? Man kann sich nicht rückwärts entwickeln. Man kann ja nur vorwärts. Also Entwicklung ist, aber das habe ich trotzdem aufgeschrieben. Ich glaube, das Wort gibt es gar nicht wahrscheinlich. Das habe ich selber erfunden. Ich weiß nicht, ich müsste mal in Duden schauen, ob so ein Wort gibt überhaupt nicht oder nicht. Rückwärtsgang. Rückwärtsgang ist dann da. Also Rückschritt. Schritt ist ja Schritte nehmen. Adam. Gang ist auch Adam, also Eingang, Ausgang und so weiter und so fort, oder einen Gang, jeden Adam. Aber im Auto haben wir auch Gang, dann demoschinalen Gang. Erster Gang, zweiter, dritter, vierter Gang und dann Rückwärtsgang. Rückwärtsgang ist diese R, was immer auf dieser, wie heißt es, auf dem Gang draufsteht. Ganggriff, Schalt, auf der Schaltung draufsteht. Also innovativ haben wir auch angeschaut, effizient haben wir auch schon besprochen. Okay, Dostan Aziz, das Video ist Fortschritt. Ruzetun bekhair boşe, mavzu okoytun boşe, ta video ba'di.